Wir leben heute in einer Welt ohne Entfernungen. Naturwissenschaft und Technik haben aus Weltreisen Katzensprünge gemacht. Die Welt ist ein Dorf geworden, wie man so schön sagt. Dass es auch in der Steinzeit hochseetaugliche Segelschiffe gegeben haben könnte, davon war der norwegische Forscher und Abenteurer Thor Heyerdahl überzeugt. Einen weiteren Hinweis auf diese These finden wir an der Ostküste Nordspaniens. In den bekannten Höhlen der Provinzen Asturiens und Kantabriens kann man erstaunliche Felszeichnungen bewundern, die auf ein Mindestalter von 14.000 Jahren geschätzt werden. Und man sieht die dreidimensionale Schalenform eines Schiffes, so wie es die alten Ägypter 10.000 Jahre später in Abydos oder auch in Gizeh archäologisch bewahrt haben. Und es gibt eine Darstellung, die liegt in diesem pyramidalen Hügel von El Castillo. Diese Darstellung verdient höchste Erwähnung und Respekt, weil man dort Punktlinien sieht, die in frappierender Weise in so einer hohen Ähnlichkeit das Kanaren-Golfstromsystem wiedergeben könnten, dass man also schon vor Respekt fast den Atem anhalten muss, wie genau dort vermeintliche Felsbildkünstler vor etwa 14.000 Jahren den Atlantik mit seinen Strömungs- und Windsystemen dargestellt haben. Schon immer verbanden architektonische und kulturelle Gemeinsamkeiten die frühen Hochkulturen der verschiedenen Kontinente. Auch andere Spuren deuten auf einen interkulturellen Austausch hin. So fand man zum Beispiel in der Grabkammer des ägyptischen Pharaos Tutanchamun den eigentlich in Südamerika beheimateten Tabakkäfer. Diese winzigen Kreaturen waren über Jahrtausende mit dem Pharao eingeschlossen. Eine forensische Untersuchung an der Mumie Ramses II. Ergab weitere verblüffende Tatsachen. In den 90er Jahren habe ich in ägyptischen Mumien Nikotin und Kokain gefunden. Die Toxikologin Dr. Svetlana Balabanova konnte an mehreren ägyptischen Mumien nachweisen, dass der Konsum von Tabak und Coca-Pflanzen im alten Ägypten Brauch war. Doch woher hatten die Ägypter diese Pflanzen, die man ausschließlich in Südamerika vorfindet? Bekannt ist, dass sich die frühen Seefahrer unter anderem am Sternenhimmel orientierten. Die Sternenbilder könnten dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Wir nehmen heute an, dass die Einzelsterne so zusammengewählt worden waren, dass sie zu der Gestalt der zugeordneten mythologischen Figur passten. Projiziert man die uns bekannten Konstellationen auf den Mittelmeerraum, so sieht man erstaunliche Übereinstimmungen mit den Küstenlinien Europas. Handelt es sich bei den Sternenbildern möglicherweise um kartografisches Wissen der Steinzeit? Der Wassermann liegt als Sternbild genau da, wo der Golf von Mexiko ist. Direkt daneben ist die Karibik als Steinbock. Direkt daneben ist der Schütze als niederländische Antillen dargestellt. In der Mitte der Opiochos als Atlantik. Also die Aufeinanderfolge der Sternbilder stimmt, die Eigenform der Sternbilder stimmt, die Ausladung der Sternbilder stimmt. Und bei vielen sind es sogar die Gewässernamen und sogar Ortsnamen, die präzise stimmen. Liefern neue Kenntnisse über den möglichen Ursprung der Sternbilder weitere Hinweise auf die Herkunft des kartografischen Wissens aus der Antike? Woher hatten Martin Waldseemüller und Matthias Ringmann ihr Wissen über den Doppelkontinent der Neuen Welt, welchen sie Amerika nannten? Auf welche antiken Quellen bezog sich der türkische Admiral Piri Reis, als er die Ostküste Südamerikas kartografierte? Wie konnte Orontheus Phineus die Form des antarktischen Kontinents abbilden, bevor dieser erst 300 Jahre später offiziell entdeckt wurde? Und wer war der unbekannte Globenhersteller aus Gotha, der uns mit der Darstellung eines altägyptischen Segelschiffs einen Hinweis auf Jahrtausende altes Wissen gibt? Dominik Görlitz beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Experimentalarchäologie. In diesem Film präsentiert er neueste Erkenntnisse darüber, dass bereits die Zivilisationen des Altertums über weitaus mehr Wissen über die Gestalt der Erde und ihrer Ozeane verfügten, als es in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben steht. Wenn die antiken Hochkulturen Wissen über die Länder jenseits der Straße von Gibraltar gehabt haben, warum haben sie diese Kenntnis verloren? Was bringt Kulturen relativ schnell zur Blüte? Was führt
zu den unzählig vielen kulturellen Abstürzen in unserer Vergangenheit. Und das ist genau der Punkt, wo Abora ansetzt. Wir können und müssen aus den historischen Prozessen Erfahrungen auch für unsere heutige Zeit ableiten. Wer keine Geschichte hat, ist dazu verdammt, seine eigene Geschichte immer wieder und wieder zu wiederholen. Und die Kulturgeschichte unserer heutigen Zivilisation zeigt, ja, dass es eigentlich eine Geschichte von unzähligen Abstürzen ist. Und es war eben nicht Klimawandel, es waren keine Technologieeinflüsse oder der Mangel an Rohstoffen, der zu den unzähligen Kulturabstürzen geführt hat, sondern es war menschliches Fehlverhalten.